Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ja, der letzte Tag, bevor der Kriegszustand in Kraft tritt. Ne? Weil anders kann man das ja nicht mehr nennen. Das ist ja kein Gesundheitsschutz mehr. Man muss sich bloß rumgucken, wie die Schützer der Gesundheit mit den Menschen umgehen. Wenn das Zusammenprügeln von Leuten, das Aufzwingen von Masken bei Leuten, die sowieso schon kaum Luft kriegen und so weiter, Gesundheitsschutz sein soll, da läuft irgendwas verkehrt. Nein, das ist der ultimative Krieg dieser linkszionistischen Eliten und gegen das Volk, nicht nur gegen das Deutsche. Wir sehen ja auch in Italien, in Spanien, Frankreich, überall rührt sich der Widerstand. Und was früher Aufstände waren, sind heute böse Rechtsextreme. Das ist immer wieder so der Tenor. Das haben die Kommunisten, Zionisten und Sozialisten so in den letzten Jahren geschafft. Jeden Aufstand gegen ihre Regime, diese Leute, die sich daran beteiligen, als Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Neonazis und was weiß ich, was es da noch für schöne Begriffe gibt, zu bezeichnen. Ja. Man, das ist das Einzige. Aber ist ja logisch, man, was haben die Franzosen damals, der König wohl gesagt, über die Leute, die draußen 1789 demonstrierten und sagten, wir haben die Schnauze voll. Die haben die auch nicht als nette Bürger benannt, was weiß ich, was die für Begriffe alles für die hatten. Ne? Ja. Heute kommen wir zur 353. Stunde zur Weltgeschichte und zur 871. Geschichtsstunde insgesamt. Und wie immer vorher ein kurzer Rundblick um das, was wir heute schon wieder so haben. Die Meldung, wie viel sind, kommt noch. Bundesweit mindestens 165 Schulschließungen wegen Corona-Pandemie, ist logisch. Wenn man die Kinder krank macht, ihnen Lungenentzündung böswillig zufügt, indem man bei diesem Sauwetter die Fenster aufreißt und sie dann drin Schule machen lässt. Ja, kein Wunder. Ich meine, ich lüfte auch. Ich meine, das muss sein. Ja, wenn ich aufstehe, ist erst einmal so eine Viertelstunde das Fenster, die Tür auf, weil bei mir ist das ein bisschen problematisch mit Fenster öffnen. Deswegen lasse ich da die Tür auf. Und auch zwischendurch habe ich es mal so ein bisschen geöffnet, aber wenn ich merke, die Füße werden ein bisschen kühl oder es ist unangenehm, da wird das Ding schnell zugemacht und dann ist schön warm in der Wohnung. Und das ist gesund, liebe Lehrer. Und nicht das, was ihr mit den Kindern macht. Ihr macht vorsätzliche Körperverletzung, damit der Herr Söder zu seinen gefälschten Zahlen durch gewisse Labors, wo Leute positiv getestet werden, die aber gar nichts haben, so ungefähr egal, wer da getestet wird, der ist in jedem Fall positiv, noch zusätzliche Zahlen dazukommen, damit Massen von Kindern in diesem Land hier schwerste Erkrankungen bekommen. Wenn da Leute an Lungenentzündung sterben Kinder, Herr Söder, dann ist ein einziger schuld. Da sind Sie und der Frau Merkel, da sind schon eigentlich zwei, ach, sind noch viel, viel mehr, alle, die an diesem Krieg gegen das Volk, gegen die Bevölkerung beteiligt sind, sind dran schuld. Gesundheitsamt, RKI und alle Ausführenden, alle, die das umsetzen und durchdrücken. Ausschreitungen in Rom bei Protesten gegen Corona-Politik, ja, hatte ich ja schon angesprochen. Aber eigentlich ist das verkehrt, was sie machen. Was bringt das, wenn man durch die Straßen zieht und Radau macht? Da lachen die sich da kaputt. Und genau das, was sie jetzt heute schon wieder erzählt haben, können sie dann erzählen, das sind Randalierer, Rechtsextreme und sonstiges. Ne? Nee, früher ging das mal so, bei einer richtigen Revolution, wenn man wirklich was erreichen will, dann hat man als erstes die Sendezentralen besetzt von Fernsehsendern und Radiosendern und dann hat man sich diejenigen entscheidenden Personen geschnappt und hat dann eine eigene Regierung gebildet, eine Übergangsregierung. So funktioniert das. Und heute hätte man sogar noch die Möglichkeit, solche Leute wie Merkel und Söder dann abführen zu lassen, in Gewahrsam nehmen zu lassen und in so ein Studio zu bringen und dann einen 24-Stunden-Untersuchungsausschuss bei laufender Kamera mit ihnen zu machen, um alles aus ihnen rauszuholen an Wahrheit
was nämlich in Wirklichkeit dahinter steckt. Ne? Nicht solche lächerlichen Ausschüsse, wie sie im Bundestag laufen, hinter verschlossenen Türen, wo natürlich jeder sagt, oh, ich habe davon alles nichts gewusst. Mein Handy ist mir in den Wassertopf gefallen, wo alles drauf war. Ja, so läuft eigentlich das richtig. Solche Randale bringen eigentlich nicht viel weiter. Ja, dann haben wir Corona-Pandemie. 19 Milliarden kostet es der Wirtschaft. Ich werde mich wundern, wie viele Milliarden das kostet. Man muss ja sehen, die Leute, die haben echt langsam die Schnauze voll. Und wer will bei euch noch große Umsätze machen, außer das, was ihr unbedingt notwendigerweise zum Leben braucht oder wenn was wirklich kaputt geht und nicht reparabel ist? Die Leute werden sich hüten, noch das Geld um sich zu schmeißen, wenn dieser ganze Scheiß da vorbei ist. Weil sie haben ja gesehen, was ihnen ihr Bravsein gebracht hat. Die nächste Kriegsrunde in Merkels Kriegskabinett. Ne? Ja, Corona-Pandemie, natürlich Teil-Lockdown, England, Portugal, Österreich. Man trifft sich ja immer in gewissen Runden, wo solche Sachen besprochen werden, wie systematisch man vorgehen muss. Deswegen mag das den Naiven verwundern, dass das alles so überall auf der Welt gleichlaufend läuft, vor allen Dingen in Europa. Aber wer ein bisschen in Geschichte auskennt, es gab schon immer Runden, da muss man nicht jeden Tag zusammensitzen, wo man sich zusammensetzt und die Strategien für die nächsten Jahre festlegt. Und da reicht der Telefonanruf oder ein Zeichen, um zu sagen, jetzt legen wir los. Ja. Ist nichts Neues, ist nichts Neues. Da muss man keine Verschwörungstheorien erfinden oder sich ausdenken. Man muss bloß in die Weltgeschichte gehen. Die entscheidenden Sachen und großen Angriffe in der Menschheit, in der Weltgeschichte sind immer so entstanden, dass sich die entscheidenden Personen ab und an getroffen haben zu irgendwelchen damals Konklaves und so weiter. Wer ist bei der Kirche? Ich komme jetzt nicht drauf. Ne? Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe es schon oft vorgelesen, aber ich komme jetzt nicht drauf. Konzil. Und da wird sowas besprochen. Und da muss man sich nicht nochmal treffen. Da weiß man Bescheid. Da hat man seinen Marschplan. Corona-Pandemie, Proteste gegen Corona-Maßnahmen in deutschen Städten. Ja, davon hat man natürlich wieder kaum berichtet. Außer auf Regionalsendern. Lieber ist wichtiger, als wenn die Polinnen gegen die Abtreibungsregeln protestieren. CDU-Vorsitzkandidaten einigen sich auf Partei Dr. Mitte. Da vermisse ich immer die Antifa. Denke, ihr seid gegen Faschismus. Ich dachte, ihr seid gegen Faschismus. Ihr müsstet eigentlich alles dafür tun, dass kein CDU-Mitglied irgendwo eine Unterkunft bekommt in der Stadt, wo das dann stattfinden soll. Ne? Und sollte er in richtiger Präsenzparteitag werden, müsstet ihr das Gelände belagern. Ne? Da sitzen die wirklichen Faschisten drin. Ne? Ne? Nicht die Nazis, die waren dagegen der Scheißdreck. Die richtigen Faschisten, die sitzen da drin in diesen Parteitagen von SPD, SED, von SED Linke, von Grüne, von FDP, von CDU und CSU. Da sitzen sie, die richtigen Faschisten. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch? US-Wahl. Republikaner wollen 100.000 Stimmen in Texas nicht werden lassen. Kein Wunder, wenn man das genauer verfolgt und nicht nur die deutsche Presse, sondern das, was in Amerika alles so in den letzten Tagen rausgekommen ist, wo Leute dreimal die Briefwahlunterlagen bekommen haben, Leute, die schon tot sind und alles, ne, dann muss man sich nicht wundern, dass man sagt, also bestimmte Stimmen, die wollen wir, da gucken wir mal genauer hin. Ne? Aber das gibt es ja in Deutschland nicht. Der Herr Laschet, der jetzt überall rumrennt und den großen Corona-Bezwinger spielt, der ist ja auch so Ministerpräsident geworden, wissen wir ja alle. Da wurden ja auch so ein paar Stimmen, weil man da wahrscheinlich irgendwie Leute eingesetzt hat, die noch nicht so richtig des Schreibens und Lesens mächtig waren. Ist dann AfD-Stimmen dieser APD oder ATP oder sowas zugeordnet worden, dieser Migrantenpartei. Und da hat man ein paar Mal ausgezählt, wo man nochmal neu, wo man gesagt hat, ja, wenn man die auszählen, macht nichts, da verändert sich im Ergebnis nichts. Und dann hat man festgestellt, da waren schon, glaube ich, 100.000 Stimmen, die falsch waren, oder 10.000. Und ich vermute mal, wenn dann ganz Nordrhein-Westfalen nochmal ausgezählt worden wäre, was aber dann die Demokraten verhindert haben von der CDU, CSU und FDP und allen, da wäre wahrscheinlich die Kurzzahl größer geworden, dann hätte es nämlich einen Patt gegeben zwischen CDU und FDP und SPD und Grünen und da wäre es problematisch geworden, wer Ministerpräsident wird. Ja, weil dann der AfD wahrscheinlich einen Sitz mehr gehabt hätte. Ja, gut. Ach so,
Und dann kommen wir noch zu den Zahlen. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich noch heute? Hier ist er. Greifen wir mal kurz rüber. Unsere tollen Zahlen. Ich gebe sie kurz durch. 14.177 positiv Getestete haben wir jetzt gemeldet bekommen. Allerdings keine Infizierten. Wir haben das schon oft genug durchgekaut. Muss ich nicht immer wieder tun. Minus 29 Tote, die wahrscheinlich in so einem Labor wie in Bayern zu Covid-19-Toten erklärt worden sind, damit man wenigstens ein paar hat. Dann haben wir minus 4.800. Jetzt habe ich 3 Nullen gemacht. Muss ich mal tippen. 14.177 haben wir hier. Minus 29 haben wir hier. Und minus 4.800 Genesene. Wir haben heute 9.348 plus. Oh, Mama mia, wir gehen alle unter. Wir sind total des Todes, im Tode geweiht. Wir sind im Tode geweiht. Weil das Frau Merkel so beschlossen hat, aber nicht wegen dem Virus, sondern wegen ihren Maßnahmen und der Impfung, die sie uns aufzwingen wollen. 532.930 kumulativ nach nunmehr fast 9 Monaten Pandemie. Da stecken 2 Grippewellen drin. Und wenn dann solche Labore arbeiten wie die in Bayern, ja gut, können wir wahrscheinlich gute 30-40% davon abziehen, wenn sie überhaupt noch mitten nicht sogar noch mehr sind. Also 532.930 positiv Getestete, keine wirklich alle Infizierten. Minus 10.481, ebenso durch solche merkwürdigen Labore wie in Bayern zu Covid-19-Toten gemachten. Minus 355.900 Genesene, und da sind wir, oh Gottes Willen, der Tod kommt näher. 166.549 positiv, aktiv, positiv Getesteten. Aber selbst wenn diese Zahl stimmen würde, haben wir immerhin 83.166.771 Einwohner in diesem Land. Und das macht dann einen lächerlichen Anteil von 0,20% genau an der Gesamtbevölkerung. Also 99,8% in diesem Land haben gar nichts. Die sind kerngesund, nicht einmal mit schlimmsten verbrecherischen Labortests aus München oder Bayern zu Kranken gemacht worden. Und trotzdem wird das ganze Land lahmgelegt. Herrlich, ne? Herrlich. 99,8% haben gar nichts. Ja, ja, ja. Sind wir durch mit Kladderadatsch. Ja. Und jetzt kommen wir zur Geschichtsstunde. Heute muss ich ja nichts korrigieren, habe nichts vergessen. Und da können wir gleich loslegen, nochmal mit dem Rückblick auf gestern. Da hatten wir begonnen mit 1377. England spricht von Robin Hood, und da haben wir gesehen, wie selbst so eine historische Figur je nach Zeitgeist immer wieder neu umgedeutet worden ist. Ne? Je nachdem, wie es denjenigen, die gerade an der Macht waren, in die Gesellschaft gepasst hat. Einmal war es der böse Räuber der Bischöfe um die Ecke gebracht hat. Dann war es der Rächer der Armen und den Erbten. Und dann war er der Edelmann, der verarmt ist und dann für die Armen gekämpft hat. Und für seine Wiederherstellung, seiner Reputation. 1377, John Wycliffe attackiert Papst. Der hat den Papst ordentlich zugesetzt mit seinen Schriften. Dann hat man den 20. September 1378. Abendländisches Schisma, Roms Kirche ist gespalten. Und da habe ich noch festgestellt, eines noch, in den zum Avignoneser Machtbereich gehörenden, wenn ich die Stelle so richtig deute. Ich höre jetzt nochmal ganz kurz rein. Das war diese Karte. Da sehen wir nämlich noch so einen kleinen Stelle, und das dürfte Hamburg sein. Und die waren wieder mal so ein bisschen anders als alle anderen. Die gehörten oder hingen diesem Avignonenser an, den Avignonenser Machtbereich. Alle anderen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, also so ein südwestlicher Teil, die waren auf Seiten der katholischen Kirche, dem römischen Machtbereich, sobald es katholische Kirche. Ja, dann hatten wir noch 1379 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation freie Reichsritter schließen Bünde. Dann den 8. August 1381 Abkommen beendet Georgia-Krieg. Das war der Kampf zwischen Genuesern und Venezianern. Ja, und der wurde da in dieser kleineren Stadt bei Venedig, Georgia,
ausgefochten und mit einem Friedensvertrag in Turin beendet. Und dann hat man den 4. März 1386, da kam er nach Polen, damals das praktische Großreich Polen-Litauen, die Dynastie der Jagiellonen. Und heute geht es gleich mit dem Fokus weiter, bevor wir den loslegen. Oh, Schluck, oh, Schluck, Milch, oh, Schluck, Milch, oh, Schluck, Kaffee. Und da geht's weiter. Fokus, das Leben des Adels, also das, was praktisch jetzt so das Leben von Merkel und Co. ist, ne, die uns einsperren, während sie im großen Willen leben. Fokus, das Leben des Adels, Ritterburgen im Wechsel der Jahreszeiten, ungeachtet der sozialen Unterschiede, die es innerhalb des mittelalterlichen Adels gibt, wird das höfische Leben durch zwei Faktoren geprägt. Durch die verbindende Idee des ritterlichen Lebens und in einer ganz und gar auf Landwirtschaft ausgerichteten Gesellschaft durch den Wechsel der Jahreszeiten. Los geht's. Das Leben auf den Burgen unterliegt den Bedingungen einer agrarischen Gesellschaft, dem Rhythmus der Jahreszeiten. Die härteste Jahreszeit auch für den Adel ist der Winter. Das Leben beschränkt sich ganz auf die Burg. Da es nicht möglich ist, das ganze Gebäude zu heizen, erwerbt man bestimmte Gemächer, in kleineren Bauten meist nur einen Turm. In den untersten Räumlichkeiten ist das Vieh untergebracht. Darüber befinden sich Küche und Dienstpersonal. Die hohen Herrschaften leben oben auf engem Raum. Besucher sind nicht zu erwarten, denn auf den unzugänglichen Wegen sind keine Händler unterwegs. In großen und gepflegten Häusern werden auf jeden Fall die Räumlichkeiten der Frauen geheizt, in denen man zu Gesang und Tanz, zu Spielen und Erzählungen zusammentrifft. Eine größere Hofhaltung ist im Winter aber auch hier nicht möglich. Besonders bitter sind die Advents- und Fastentage, denn dann dürfen noch nicht einmal die großen Feiern veranstaltet werden. Ein Lichtblick im Winter ist einzig das Weihnachtsfest. Ja, das machen sie jetzt auch noch kaputt. Da treffen sich alle abhängigen Adligen am Hofe des Lehnsherrn und begehen das hohe Fest mit großem Pomp. Gern verbindet man diese Feiertage mit einer Krönung oder einer Hochzeit. Nach Weihnachten zieht der Alltag wieder ein. Abwechslung bringen gelegentliche Jagdausflüge. Mit dem Frühjahr naht zwischen Ostern und Pfingsten die hohe Zeit der Ritterschaft. Die Fürsten halten Heerschau und von überall eilen Ritter mit ihren Knappen herbei. Nur an den hohen Fürstenhöfen gelangen auch die Damen in den Genuss dieser Treffen. Die meisten von ihnen aber müssen zu Hause bleiben und darauf achten, dass auf ihrer Burg alles reibungslos funktioniert. Ja. Die haben zwar damals auch einkaserniert gelebt, aber wenigstens Weihnachten haben sie gefeiert und das normale Volk durfte auch Weihnachten feiern. Also man kann mit Fug und Recht sagen, dass diese linkszionistische Weltelite es schlimmer treibt als jeder feudalistische Herrscher vergangener Zeiten. Und wenn die Leute sich das weiter gefallen lassen, sind sie einfach nur bekloppt. Das ist die bekloppteste Menschheitsgeschichte, die Menschheitsgeneration wahrscheinlich, die es jemals gegeben hat, die sich freiwillig kasernieren lässt, um den Herrschenden zu gefallen, weil sie denken, sie bekommen einen Lohn dafür. Und der Lohn ist dann der nächste Lockdown. Ja, weiter geht's. Mit dem einzigen und ersten Unterabschnitt oder ersten und einzigen Unterabschnitt zu dem Fokus. Turniere fordern Kraft und Können. Der Höhepunkt dieser Zusammenkünfte sind die Turniere, bei denen die Ritter ihre Kraft und ihr Können beweisen. Manchmal münden die Treffen in einen wirklichen Kampf, wenn die Ritter ihrem Herrn in den Krieg folgen müssen. Nach dem Frühjahr kehren die meisten Adligen auf ihre Burgen zurück, weil in der Erntezeit jeder Dienstmann für die Landwirtschaft benötigt wird. Händler kommen aus allen Himmelsrichtungen und bringen Salz und Heringe.
aber auch Luxusgüter wie Wein, Gewürze, Seide, Wolle und feines Tuch. Sie berichten vom Leben an den anderen Höfen, was die Frauen dort tragen, welche Tänze man tanzt. Gleichzeitig kommen viele Gäste, darunter befreundete Standesgenossen, fahrende Spielleute, Jongleure, Gaukler und Troubadoure. Wenn der Herbst kommt, bringen die Bauern ihre Abgaben. Unter der Aufsicht der Rittersfrau, die die Verantwortung für die sachgerechte Lagerung trägt, füllen sich die Keller und Scheunen der Burg mit den Vorräten für den Winter. Mit der Eintreibung der Abgaben kommt es gelegentlich zu Fehden zwischen den Nachbarn über die Zugehörigkeit einzelner Bauern und Höfe. Aber im Winter ruhen die meisten Fehden wieder. Kaum jemand kann in der kalten Jahreszeit einen kämpfenden Rittertrupp unterhalten. Dann haben wir zwei Bilder. Oh, einen Moment. Die Burg Stolzenfels am Rhein bei Koblenz wurde auf den Ruinen einer Burg aus dem 13. Jahrhundert errichtet. Ja, das ist nicht schwierig, da alles zu beheizen. Ja, so ähnlich konnte ich aber auch noch. Ich habe gestern noch so einen Messenger. Ja, im Messenger eine kurze Kommunikation. Wir hatten auch noch, dass nicht überall der Ofen war. Gerade in den Kinderzimmern. Und da wurde es im Winter so eisig kalt, dass sogar die Wände glitzerten. Aber da haben unsere Eltern nicht, die waren nicht so verrückt und haben gesagt, wir müssen jetzt noch die Fenster aufreißen, damit es noch kälter wird. Ne? Maximal, wenn wir irgendwie draußen waren in der Schule oder spielen und bis die wieder da waren, war das wieder ein bisschen, hat sich das erledigt. Aber meistens waren die ja sogar festgefroren, die kriegst du gar nicht richtig auf. Ja. Und man hat sich ordentlich eingedeckelt, richtig, damit man ja nicht erfriert. Ja, heute ist Gesundheitsschutz des Herrn Spahn anders aus. Man lässt die Kinder vor erfrieren, damit sie eine Lungenentzündung bekommen. Damit die Zahlen steigen. Ja, dann haben wir noch ein Bild dazu. Noch ein zweites, in Anführungszeichen. Reigen vor dem Genius der Liebe. Anführungszeichen Ende. Illustration zu dem französischen, in Anführungszeichen, Roman de la Rose, Anführungszeichen Ende 1420. Roman de la Rose, deswegen wahrscheinlich so viel Roséfarbe drin. Na, gucke an, ne? Die holde Maid wird gefreit. Und weiter geht's. Und da sind wir jetzt endlich wieder im historischen, also im chronologischen, historisch ist ja alles. 9. Juli 1386. Eidgenossen besiegen Habsburger. Bei Sempach in der Schweiz prallen das eidgenössische und das habsburgische Heer aufeinander. Die Schlacht endet mit einem überwältigenden Sieg der Eidgenossen über die Ritter des Herzogs Leopold III. Von Österreich, der im Kampfgetümmel fällt. Damit ist der Versuch der Habsburger, die Scharte von Morgarten 1314 auszuwetzen und ihre frühere Stellung in den habsburgischen Vorlanden Zürichgau, Aargau und Thurgau wiederherzustellen, endgültig gescheitert. In der Schlacht stehen 4000 mit langen Spießen bewaffnete Ritter, etwa 1600 Eidgenossen aus Luzern, Uri, Schwyz und Unterwalden gegenüber, die mit Hellebarden, Streitäxten und Hämmern ausgerüstet sind. Nach anfänglichen Verlusten behalten die Eidgenossen schließlich im Nahkampf die Oberhand. Etwa 1800 Österreicher und rund 200 schweizerische Krieger verlieren in der Schlacht ihr Leben. Ja, die haben da noch gekämpft um ihre Selbstständigkeit, Souveränität und Freiheit. Die Schweizer, die Eidgenossen. Da haben sie ja noch Eidgenossen. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Bei Sempach scheitert ein weiterer Versuch der Habsburger, Schweizer Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. In Klammern Miniatur um 1405, Klammer zu. Ja, heute gehen sie ja
ihre gesamte Schweiz, auch wie hier in Deutschland, der Migrationpreis, dass irgendwann mal der Halbmond in Zürich und Bern auf dem Rathaus weht und nicht mehr das Kreuz der Schweizer Eidgenossen. Ja. Man hat wahrscheinlich die dümmste Generation von Europäern hat gezogen in den letzten 75 Jahren, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Darum, wo Jahrhunderte und Jahrtausende ihrer Vorfahren drum gekämpft haben um dieses Land, das gehen sie jetzt freiwillig an andere ab, weil sie so tolerant sind. Und irgendwann verschwinden sie im Meer. Ne? Die übers Meer gekommen sind, treiben sie dann ins Meer. Weiter geht's. Mit einer Randbemerkung aus dem Jahre 1387. Die Regentin Margarete übernimmt nach dem Tode ihres Sohnes Olfa, des Königs von Norwegen und Dänemark, die direkte Herrschaft über beide Länder. Der Adel beruft sie zur, in Anführungszeichen, Frau Herrscherin und zum mächtigsten Vormund der Reiche, Anführungszeichen Ende. Und gibt ihr eine königliche Stellung. Na, guck an, das alles ohne Quote. Führungsposition. Ja, weiter geht's. Mit 1388. Timur wird Mongolensultan. Timur Leng nimmt den Sultanstitel an. Den Titel Khan, der den leiblichen Nachkommen Genghis Khans vorbehalten ist, vermeidet er. Dennoch sieht er sich als dessen Erbe. Als Erneuerer des Mongolenreichs und Vorkämpfer des Islams. Bereits seit 1370 hatte Timur viele Gebiete, unter anderem den Iran und Kaukasien, das Sultanat von Delhi und Gebiete bis an die Wolga erobert und verwüstet und so das Mongolenreich erweitert. Seinen Anspruch auf höchste Ehre will er nun mit dem Sultantitel verdeutlichen. Die Macht, die er in den folgenden Jahren ausbaut, gründet sich vor allem auf eine gut organisierte Armee. Überdies arbeitet er eng mit muslimischen Geistlichen zusammen und richtet ein Spitzelnetz ein. Ach, das ist so irgendwie, ne? Wir haben hier jetzt auch genug Muslime, deswegen wird das Spitzelnetz so gut ausgebaut, um böse rechte Deutsche in der Bundeswehr, in der Polizei und überall zu entdecken. Ja, und helfen tun ihnen dabei die zionistischen, kommunistischen und sozialistischen Parteien. Ja, weiter geht's. Timur Leng erhebt seine Geburtsstadt Samarkand zum prachtvollen Zentrum des Reichs und zieht zahlreiche islamische Künstler an den Hof. Er hat den brennenden Ehrgeiz, in der Nachfolge Genghis Khans ein islamisches Weltreich zu errichten. In den folgenden 35 Jahren unternimmt er eine beispiellose Serie von Eroberungsfeldzügen, die ihn schließlich zum Herrscher des flächenmäßig größten Reichs der Weltgeschichte machen. Der Zerfallsprozess, der das einstige Mongolenreich in eine Vielzahl einander befehdender Fürstentümer verwandelt hat, begünstigt sein Vorhaben. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Mausoleum des Timur Leng an der Gräberstraße Shah-i-Zinda im usbekischen Samarkand. Typisch für die Grabkultur der Timuriden sind die blauen Kuppeln. Und das immer, wenn sie dann immer sagen, irgendjemand, der Russisch sprach oder irgendwas, meistens sind diese fanatischen Attentäter, wissen wir, zum Beispiel Tschetschenen, ne, aus diesen Gebieten, also auch wieder Richtung Muslim, Islam. Die Russen haben das Problem selber im Land, wobei es halt dort ist, ist halt Teil des Landes. Da muss man anders vorgehen, als wenn man sie sich freiwillig ins Land holt. Ne? Das ist der Unterschied. Putin hat sie schon im Land, weil sie einfach halt irgendwie dazugehören. Es ist halt so, ne? Da kann man nichts machen. Aber bei uns werden sie extra importiert, um die deutsche Bevölkerung in Schach zu halten. Weiter geht's. Mit Messerattacken. Weiter geht's mit dem 15. Juni 1389. Da sind wir nochmal der zweite Kampf damals noch der Christen gegen die Moslems.
Schlacht, nochmal das Datum, 15. Juni 1389, Schlacht auf dem Amselfeld. Auf dem Amselfeld werden die Weichen für die historische Entwicklung Serbiens und des gesamten Balkanraumes gestellt. Der osmanische Sultan Murad I., in Klammern 1326 bis 1389, Klammer zu, bereitet den verbündeten Truppen der Serben, Bosnier, Albaner und Bulgaren unter der Führung des serbischen Führers Lazar eine vernichtende Niederlage. Zu einem geschichtsträchtigen Ereignis wird diese Schlacht vor allem durch ihre unmittelbaren Folgen. Denn einem serbischen Gefangenen namens Miloš Oblić gelingt es, Sultan Murad I. in seinem Zelt zu ermorden. Nach dieser Tat gehen die Osmanen mit brutaler Härte gegen die Unterlegenen vor. Oh, Entschuldigung, kleines Bräuchen. Sie lassen fast den gesamten serbischen Adel ausrotten und machen das Land zwischen den Flüssen Donau, Save, Drina und Timok tributpflichtig. Als Orhan, ein Sohn des ersten osmanischen Sultans Osman I., im Jahre 1326 das türkische Sultanat übernommen hatte, setzte er das Eroberungswerk seines Vaters fort. Sein Sohn Süleyman nahm später Ankara ein. Dessen Bruder Murad I. eroberte Adrianopel und machte es zur Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Murad I. war es auch, der das ohnehin schon schlagkräftige osmanische Heer mit der Gründung der Janitscharen um eine Elitetruppe ergänzte. Unter Murads Sohn Bayezid I. greifen die Osmanen noch weiter aus. Im Jahre 1393 wird Bulgarien erobert. Im darauffolgenden Jahr wird die nördliche Walachei dem Sultan tributpflichtig. Ein 1395 unternommener Versuch, Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, einzunehmen, scheitert zwar, doch bereiten die osmanischen Truppen 1396 einem Kreuzfahrerheer unter dem späteren Kaiser Sigismund eine vernichtende Niederlage. Gegen die Mongolen unter der Führung von Timur Leng muss Bayezid I. allerdings 1402 eine Niederlage hinnehmen. Er wird gefangen genommen und stirbt. Das Osmanische Reich erlebt nun eine kurze Periode relativer Schwäche. Erst unter Murad II. 1404 bis 1451, dem Sohn Mohammeds I., der 1421 das Sultanat übernimmt, erlangt das Osmanische Reich wieder seine alte Machtstellung zurück. Murad II. Kann verloren gegangene Gebiete zurückgewinnen und Teile Griechenlands, Albaniens und Serbiens erobern. 1439 nimmt er mit seinen Truppen die serbische Hauptstadt Semendrija ein. 1448 wird das Amselfeld erneut zum Schauplatz einer großen Schlacht, als sich ungarische und osmanische Kampfeinheiten gegenüberstehen. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum das so alles passiert ist auf dem Balkan, ne? Warum die Serben so vorgegangen sind gegen die Moslems. Sowas brennt sich in das Gehirn eines Volkes ein. Nur leider nicht mehr bei den Deutschen. Die lassen sich alles gefallen. Die lassen sich lieber abstechen, gucken zu, wie ihre Landsleute abgestochen werden, nur damit sie selber, ja, erstmal ihre Ruhe haben und nicht irgendwo, ja, naja, schön ruhig weitermachen, egal was rund um einen passiert. Ne? Ja, und deswegen sind die auch so im Kosovo und so weiter vorgegangen gegen die Moslems, weil sie aus der Geschichte gelernt haben. Weil sie wissen, was ist, wenn die Moslems jemals wieder die Macht über sie erringen. Ne? Aber auf welcher Seite waren wieder unsere Europäer aus Brüssel und alle anderen angeblichen Verteidiger des Westens, auch damals der Herr Bush, glaube Bush war damals dran, auf der Seite der Moslems, auf der Seite der Moslems waren sie, aber eindeutig. Und daran sehen wir, das sind alles keine Europäer, die uns regieren, das sind Zionisten, Kommunisten und Sozialisten. Alle drei wollen mit Europäern und Deutschen eigentlich gar nichts zu tun haben. Die sind keine Italiener, die sind keine Franzosen, die sind keine Spanier, die sind auch keine Deutschen, die wollen überhaupt nicht sein, die wollen ihre Weltherrschaft, die wollen ihre Weltideologie. Ne? Alle drei, Zionisten, Kommunisten und Sozialisten. Und deswegen gehen sie so rigoros und skrupellos gegen die eigenen Völker vor, wie kein Feudalherrscher vorher vor ihnen. Ja, dann haben wir hier noch
Ein Bild dazu. Bayezid der Erste. Der Blitz wird nach dem Tod seines Vaters Murad der Erste bei der Schlacht auf dem Amselfeld Sultan der Osmanen. In Klammern mittelalterliches Gemälde auf Holz, Klammer zu. Also der Blitz nannten sie den. Bayezid der Erste, der Blitz. Ja, die da unten auf dem Balkan, die Europäer, die haben ihre Erfahrungen mit einem europäischen Islam zur Genüge gemacht und haben davon die Schnauze voll. Aber wie gesagt, die angeblichen Europäer, das sind die, die immer auf der Seite der Afrikaner und des Islam sind, wenn es gegen die Europäer geht. Wer das sich genau anschaut, kann sich das ganz genau an Fakten anschauen, auf welcher Seite die immer stehen. Weiter geht's mit einer Randbemerkung. 1390, Herzog Philipp der Kühne von Burgund erwirbt die Grafschaft Charolais. Binnen 6 Jahren ist mit dem territorial bedeutend gewachsenen Burgund zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich ein neues staatliches Gebilde mit großen Machtressourcen entstanden. Charolais geschrieben Charolais, Charolais. Ja, und da haben wir 1390, noch einmal, Hafiz, Poet und freigeistiger Muslim. Im Alter von etwa 64 Jahren stirbt der freigeistig persische Dichter Hafiz in seiner Heimatstadt Shiraz. Dort war er als Sohn eines Kohlenhändlers in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der literarische Ruhm des gelernten Bäckers und späteren Lyrikers reicht weit über den Iran hinaus. Erst nach dem Tode Hafiz, in Klammern in Anführungszeichen, der den Koran auswendig kennt, in Anführungszeichen Ende, Klammer zu, das heißt also dieses Hafiz, erscheint eine Zusammenstellung seiner beinahe 600 Gedichte in einem, in Anführungszeichen, Divan, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu Deutsch, Sammlung, Klammer zu. Die von höchster Stilkunst zeugenden poetischen Werke kreisen um religiöse, politische und auch erotische Themen. Hafiz kritisiert den Klerus sowie dessen bigotte Haltung und preist den für streng gläubige Muslime verbotenen Wein und die Liebe, die er wortreich besingt. Als Liebe zu Gott, zum Dasein, zur Schönheit und zu einem anderen Menschen. Der Einfluss seines Werkes auf die europäische Literatur findet in Goethes, in Anführungszeichen, westöstlichem Divan, Anführungszeichen Ende, ihren Niederschlag. Und da haben wir auch erkannt, wieder, wie man da wieder Geschichte verfälscht. Weil man immer sagt, Goethe war ja auch für den Islam, wenn der Höcke gegen Islam ist und so. Ja, aber der hat diesen Mann, der wirklich eine Ausnahme war, wie wir gesehen haben, der bestimmte Gesetze dieser Scharia und so weiter missachtet hat, hat der hierher transportiert als den Islam, den damals in der Zeit die Leute kennengelernt haben, der, und der vor allen Dingen in linkszionistischen Köpfen verankert ist, die sich ihre Welt einbilden, wie sie sie haben möchten, aber so ist sie nicht. Er war wahrscheinlich so einer, den sie auch im Kopf abgehackt hätten, wenn sie ihn damals erwischt hätten. Ne? Ja. Ja, ja, das war auch nicht gerade der Repräsentant des wahren Islam, sondern der hat ein ganz anderes, der hat sein eigenes Ding gemacht, ne? Ja, so wie die bösen Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremen in Deutschland heute, die wollen auch ihr eigenes Ding machen, passt aber Linkszionisten nicht. Die Linkszionisten sind nämlich genauso gefährlich wie dieser Islam, weil die wollen auch mit allen Mitteln ihre Ideologie durchsetzen und jeder andere, da muss in Anführungszeichen geköpft werden. Man macht das im europäisch-westlichen Rahmen etwas galanter, man köpft ihn gesellschaftlich. Ja, da haben wir noch ein Bild. Mausoleum des Dichters Hafiz in den Musalla-Gärten von Shiraz im heutigen Iran. Also der Linkszionist, der köpft natürlich keinen unbedingt, es sei denn, es besorgt für ihn der importierte Islamist oder der Antifa, aber er köpft die Leute praktisch gesellschaftlich. Das sind genau solche Fanatiker. Linke und Zionisten wie Islamisten. Eine Stufe. Der einzige Unterschied ist, dass der Islamist selber tötet, der Linke und Zionist lässt töten. Mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Geld.
Weiter geht's. Und da sind wir dann im Jahre 1392. Koreas König durch Putsch gestürzt. Ich habe hier noch irgendwas. Entschuldigung. Irgendwas hatte ich im Mund. Musste jetzt raus. 1392. Koreas König durch Putsch gestürzt. Der General Yi Son-ge stürzt Koreas König Kong Yang, dessen Stellung nach gescheiterten Seefeldzügen geschwächt war. Yi Son-ge gelangt als Yi Taeyo auf den Thron und begründet die Yi-Dynastie, die dem Land eine kulturelle und wirtschaftliche Blüte beschert. Die Residenz wird 1394 nach Hanyang, in Klammern heutiges Seoul, Klammer zu, verlegt, also die heutige Hauptstadt von Südkorea. Mithilfe einer dem weltlich orientierten Neukonfuzianismus verpflichteten loyalen Beamtenschaft wird eine umfassende Staats- und Verwaltungsreform durchgeführt. Wer sich um ein Amt bewirbt, muss die chinesische Schrift beherrschen und Fähigkeiten auf den Gebieten der Kalligraphie sowie der Dichtung und Malerei nachweisen können. Korea steht formal unter der Herrschaft der chinesischen Ming-Dynastie. Mit ihr unterhält das Land einen schwungvollen Handel und geistigen Austausch. Die Entwicklung einer neuen Buchstabenschrift für das Volk ist ein erstes Zeichen der nationalen Unabhängigkeitsbestrebungen Koreas. Und da sehen wir also auch da klar, warum da immer so ein bisschen einerseits Freundschaft jetzt im Kampf gegen USA und so weiter, aber auch eigentlich eine gewisse Feindschaft besteht. Weil wir wissen ja, die Chinesen machen auch nicht alles mit, was der Kim in Korea möchte. Weiter geht's. Und da sind wir beim 9. November 1392. Herzogtum Bayern wird dreigeteilt. Ein sogenannter Scheidungsbrief besiegelt die von den drei Enkeln König Ludwigs des Bayern ausgehandelte dritte bayerische Landesteilung. Das Vertragswerk macht Stefan III., den Kneisel, zum Herrn des neu geschaffenen, aus Oberbayern herausgelösten Herzogtums Ingolstadt mit Kitzbühel und weiteren Städten im Süden. Sein Bruder Friedrich erhält Niederbayern Landshut und Johann II. Wird der südliche Teil Oberbayerns mit München und den oberpfälzischen Besitzungen zugesprochen. Den Anstoß für die Teilung hatte Johann gegeben, als er sich weigerte, den verschwenderischen Lebensstil seiner Brüder weiterhin mitzufinanzieren. Und da haben wir noch zwar ein Bild dazu. Die Enkel Ludwigs des Bayern teilen das Land unter sich auf. Herzog Stefan III., der Kneisel, erhält Ingolstadt, Friedrich Niederbayern und Johann II. München. In Klammern Darstellung aus dem 15. Jahrhundert, Klammer zu. Ja. Und heute regiert dort Markus der Irre. Markus, der mit dem irren Blick. Weiter geht's. Dann haben wir eine Randbemerkung aus dem Jahre 1393. Der deutsche und böhmische König Wenzel lässt den Generalvikar des Erzbistums Prag, Johannes von Pomuk, in Klammern auch bekannt als Nepomuk, Klammer zu, foltern und in der Moldau ertränken. Der König hatte vom Erzbischof ein neues Bistum für einen Günstling gefordert, was der Kirchenfürst mit Unterstützung Nepomuks ablehnte. Die Annahme, dass der König Nepomuk töten ließ, weil dieser sich weigerte, das Beichtgeheimnis der Königin Sophie zu brechen, wurde 1961 widerlegt. Und dann haben wir noch das letzte heute, und da kommen wir noch zu den Piraten. Um 1394 störte Beger auf Beutezug. Auf der Ostsee treibt der Piratenbund der Vitalienbrüder sein Unwesen. Es sind rund 100 Schiffe, auf denen 2000 Mann entweder im staatlichen Auftrag oder auf eigene Rechnung Schiffe des Hansebundes und anderer Anrainerstaaten überfallen. Die berühmtesten Anführer heißen Godecke, Michels und Klaus Störtebeker.
Um 1387 standen die Piraten im Dienste des schwedischen Königs Albrecht III. Von Mecklenburg, der mit der dänisch-norwegischen Königin Margarete I. im Krieg lag. Ausgestattet mit einem Kaperbrief überfielen sie von ihren Stützpunkten auf Bornholm und Gotland aus die feindlichen Schiffe und belieferten über See das eingeschlossene Stockholm mit Lebensmitteln und Rohstoffen. Als der Krieg zwischen Margarete und Albrecht endet und der Deutsche Orden 1398 einen massiven Feldzug gegen die Kaperfahrer beginnt, verlagert sich ihr Betätigungsfeld in die Nordsee, wo sie den Englandhandel massiv schädigen. Als Piraten 1398 vor der norwegischen Küste ein Schiff aus Danzig kapern und in der Straße von Calais weitere 15 Handelsschiffe erbeuten, rüsten sich die Hansestädte zu einem entscheidenden Schlag gegen die Seeräuberei. Mit schweren Flottenverbänden geht die Hanse im April 1400 und im Frühjahr 1401 gegen Klaus Störtebeker und seine Vitalienbrüder vor. Störtebeker wird vor Helgoland gefangen genommen, wenig später fällt den Hamburgern auch Godecke Michels in die Hände. Und da haben wir ein Bild dazu: Vor Schaulustigen werden in Hamburg Klaus Störtebeker und viele seiner Vitalienbrüder hingerichtet. In Klammer nach einem fliegenden Blatt aus dem 16. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, also scheint dann doch nicht ganz so die Geschichte zu stimmen, dass er so geklaut hat, um die Armen, das in der Armen zu verteilen, sondern dass ein bisschen mehr diese Piraten im Auftrag von Königen gehandelt, um Blockaden in einem Krieg zu brechen. Und als der Krieg beendet war, haben sie sich dann halt selbstständig gemacht. So ähnlich wie heute IS, ne? Erst von gewissen Leuten ins Leben gerufen, um dort unten in der Region denen zu schaden, die eine Dorn im Auge waren. Ja, und als dieser Dorn weg war, haben sich dann selbstständig gemacht und gesagt, doch, da machen wir dann doch den islamischen Staat, wenn jetzt die Amerikaner und alle möglichen unter Bush und so weiter uns nicht mehr hold gesonnen sind, weil der Saddam Hussein und alle sind weg, die brauchen uns nicht mehr, da machen wir unseren eigenen Staat. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Es gab wieder die ein oder andere Wissenslücke, die geschlossen werden konnte, oder all das Wissen wurde wieder aufgefrischt und vielleicht auch durch die Fakten, die ich einfach hier noch vorlese, mit ein paar kleinen Bemerkungen von meinerseits zum Anregen angeregt, zum Nachdenken über die Geschichte angeregt, über Personen der Geschichte und über historische Ereignisse. Und damit hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat. Wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit: Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.